Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Dein Überblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Stuttgart ist wohl viel weiter mit den Vorbereitungen zum Fahrverbot im gesamten Stadtgebiet ab 01.01.2019 als bisher gedacht. Wir schauen uns die Hintergründe an. Dann gucken wir nochmal nach, was bei Tesla bezüglich der Lieferprobleme in Norwegen nun wirklich der Grund, das Problem ist. Und ich berichte darüber, dass in Berlin die ersten autonomen Fahrten stattfinden wird. Sei gespannt. Bevor wir zu den News kommen, noch eine kurze Bitte an euch. Ich habe eine Umfrage vorbereitet, die hier oben dann eingeblendet wird zum Format der E-Auto-Vlog-News. Und zwar geht es darum zu klären, wie wir in der Zukunft am besten das Format gestalten. Aktuell ist es ja so, dass ich fünfmal die Woche News bringe, dann am Wochenende zweimal Insights und dann zusätzlich noch am Dienstag, Donnerstag weitere Informationen, wo ich zum Beispiel Anleitungen gebe, Tipps, wie die Spartipps hier von Maingau Energie und so weiter. Jetzt habe ich so über die Kommentare mitbekommen, dass der ein oder andere meinte, vielleicht ein bisschen viel an Infos, ich komme gar nicht mehr hinterher. Insofern wollte ich mit euch besprechen, wie wir das am besten machen und ich habe folgende Ideen, was wir machen können. Nämlich, wir könnten dreimal die Woche die Infos machen und dann einmal News. Das wäre sozusagen die Variante, wo es denn nur vier Videos pro Woche gibt. Das heißt, dreimal die Woche gebe ich dann weiterführende Informationen. Wenn du zum Beispiel umsteigen willst von einem Auto mit Verbrennungsmotor zum Elektroauto, dann erfährst du, worauf du achten musst. Es gibt Tipps für Elektroautofahrer, wie man zum Beispiel spart und. Das heißt also, die eine Option ist dreimal die Woche Informationen und einmal die Woche Nachrichten. Da könnte ich dann zum Beispiel am Montag die Nachrichten der Vorwoche im Überblick bringen. Eine andere Alternative ist, dass ich das Hardcore-Programm sozusagen mache. Dreimal die Woche Infos und viermal News. Das heißt also, die Informationen bleiben dreimal die Woche mit Anleitung und so weiter und viermal die Woche dann Nachrichten. Oder ich könnte viermal die Woche News machen, viermal die Woche Infos machen und dreimal News. Das heißt also, es geht im Prinzip darum zu klären, was euch mehr interessiert, ob ihr die täglichen Nachrichten haben wollt im Überblick oder ob euch die Informationen zusätzlich interessieren und dann eher so ein wöchentlicher Überblick von den Nachrichten oder einen punktuellen Überblick. Ne? Denn wenn ich zum Beispiel jetzt dreimal die Woche News bringe, Montag, Mittwoch, Freitag, dann kriegt ihr sozusagen einen ganz guten Überblick über die Woche. Aber es ist jetzt nicht dieses Kompakte in einer Woche, wo natürlich dann eine ganze Ecke an Infos runterfällt. Für mich die einfachste Variante ist natürlich dreimal die Woche Infos und einmal News. Wobei muss man gucken, ne? Denn was nicht zu unterschätzen ist, deswegen großen Respekt an alle anderen Kollegen hier auf YouTube, sind diese Informationsvideos. Ne? Die sind richtig aufwendig. Also zum Beispiel werde ich heute noch das Video von der iPACE-Besichtigung schneiden und ich vermute mal, dass ich dann für diese Viertelstunde, 20 Minuten werde ich 3, 4 Stunden hier sitzen. Also das ist richtig zeitaufwendig und dementsprechend ist also dreimal pro Woche Informationsvideos zu bringen schon eine echte Herausforderung. Aber mir geht es ja darum, dass wir gemeinsam die Elektromobilität fördern, dass wir vielen Menschen helfen, zu verstehen, wie die Elektromobilität funktioniert und ob es etwas für sie ist. Denn auch bei der iPACE-Präsentation habe ich dann schon wieder so Sachen gehört, wie so, ja, mit dem Elektroauto kann ich ja gar nicht von Hamburg nach München fahren. Die 480 Kilometer, die er hier Reichweite hat, das ist die Papierreichweite, reicht ja nicht bis München. Gestern hat mich dann jemand auf dem Parkplatz angesprochen und meinte, ja, von Kiel nach Berlin an einem Tag kann man ja nicht fahren, man, ich fahre sogar hin und zurück an einem Tag. Also da sind viele Sachen, die einfach nicht vernünftig erklärt werden. Und dann habe ich wieder auf der anderen Seite Stories gehört von einem Hyundai-Händler, der gesagt hat, er tut mir leid, die Probefahrt vom Ioniq fällt leider aus, er ist nicht geladen, wir können ihn hier nicht laden, wir haben keinen Autostrom im Laden. Und dann meinte derjenige, der ihn besichtigt hat, ja, was ist denn? Haben Sie denn nicht Ihr Ladegerät? Doch, ja, aber. Und dann unter den ganz skeptischen Blicken der Autohausangestellten hat er dann den Stecker vom Ladegerät in die Haushaltssteckdose gesteckt und hat gesagt, ich komme in einer Stunde wieder und dann fahre ich
für Sie das Auto zur nächsten Ladestation, denn der Ioniq lädt ja nur einphasig, das wäre so eine lange Geschichte gewesen. Ja, solche Sachen sind eben halt einfach nach wie vor Gang und Gäbe und das muss nicht sein, denn die Elektromobilität hat überhaupt nichts mit Verzicht oder Schwierigkeiten zu tun, sondern viel mit Gewinn und Entspannung. Und das will ich halt zeigen in den Videos. Also soweit dazu. Wie gesagt, die Umfrage wird eingeblendet. Ihr könnt natürlich gerne zu den Antworten bei der Umfrage auch noch eure Kommentare unter dem Video schreiben, denn die Umfragefragen sind natürlich sehr kurz. Ich habe wirklich jedes Zeichen, was mir zur Verfügung steht, ausgenutzt, aber es ist trotzdem halt sehr kurz. Soweit zur kurzen Vorrede, kommen wir zu den News. Und zwar ist es so, dass Daimler und Build Your Dream in China einen neuen Stromer zeigen. Hier sind die ersten Bilder zu sehen. Lies dir den Artikel mal durch, wenn du gerade neu hier bist bei dem Format. Unter dem Video in der Beschreibungsbox findest du alle Links mit einer kurzen Beschreibung der Nachrichten, die ich hier bespreche. Interessant finde ich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, nämlich so wie in China, dann hagelt es plötzlich Elektroautos oder Plug-in-Hybriden und so ist es eben halt auch der Fall bei VW. In China wird der Touareg als Plug-in-Hybrid zugelassen, werden auf den Markt kommen und auch der Tiguan soll hier als Plug-in-Hybrid kommen. Einziger Grund ist, wenn man in China Autos verkaufen will, muss man eine bestimmte Quote an elektrischen Autos anbieten und auch die entsprechenden Plug-in-Hybriden müssen eine entsprechende Reichweite haben, damit das überhaupt als Elektroauto zählt. Je mehr, desto besser, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ist es so, dass die beiden Fahrzeuge von VW die üblichen 50 Kilometer haben, die dann in der Praxis im Winter vielleicht so um die 20 Kilometer liegen. Ja, kommen wir zum Top-Thema der News. Und zwar geht es um die Fahrverbote. Stuttgart ist da wohl schon viel weiter, als man bisher gedacht hat. Also es gibt konkrete Pläne. Und zwar ist es so, dass nicht nur bestimmte Straßenzüge, also so der Talkessel, sondern das gesamte Stadtgebiet gesperrt werden soll für Autos mit Verbrennungsmotor. Und zwar ab dem 1. Januar 2019 beginnt das. Das sind dann die Schadstoffklassen 1 bis 4. Und ein Jahr später ist dann auch der Euro 5 Diesel davon betroffen. Es sieht so aus, dass auch Diesel-Pkw mit neuen Abgaskatalysatoren keine Ausnahme haben sollen, aber Handwerker wohl größtenteils von dem Verbot befreit sind. So hier die Nachrichten aus der Stuttgarter Nachricht. Könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken, den Artikel im Detail. Es ist auch so, dass die Deutsche Umwelthilfe hier auf Zwangsvollstreckung des Urteils klagt, denn Stuttgart ist hier, auch wenn ich es gerade gesagt habe, dass sie weiter sind als gedacht, nicht so weit, wie sie eigentlich von den gültigen Rechtsprechungen her sein müssten. Und da klagt natürlich dann die Deutsche Umwelthilfe. Ja, und auch in Schweden ist jetzt die Rahmenbedingung getroffen worden, dass Fahrverbote in den Städten möglich sind. Und auch hier sind relativ viele Autofahrer betroffen. Denn das war für uns auf der Nordkap-Tour mit unserem BMW i3 gut zu merken. In Schweden ist die Ladeinfrastruktur so ein Ticken schlechter als in Dänemark, aber ganz weit abgeschlagen von Norwegen. Also das heißt, wir sind ja über Schweden, Finnland hoch, dann über Norwegen runter und dann kamen wir aus Oslo und dann aus dem Speckgürtel von Oslo kommt man ja relativ zügig nach Schweden und das war ja sofort zu merken, da nahm die Elektroautodichte extrem ab. Also auch hier ist Bedarf und dementsprechend sind auch hier die Rahmenbedingungen jetzt getroffen worden. Hyundai, ich weiß nicht, wusstest du, dass die auch eine Nobelmarke haben? Ich nicht. Die Nobelmarke heißt Genesis und für diese Nobelmarke gibt es also eine Elektrostudie. Das Elektroauto soll 2021 auf den Markt kommen und 500 Kilometer Reichweite haben. Sieht noch sehr futuristisch aus. Ich denke mal, in den nächsten Jahren wird sich das noch ein bisschen ändern, denn die Scheinwerfer sind, denke ich mal, eher was für ein Konzept, denn wirklich für den Straßenverkehr geeignet. Bei Spiegel Online habe ich jetzt mal die, ich sag mal, größeren Hintergründe zum Thema Lieferprobleme von Tesla in Norwegen gelesen. Denn ich hatte ja vor einigen News mal kurz davon berichtet, dass Tesla Probleme hatte, die Fahrzeuge vom Hafen in die Läden, also sprich zum Kunden zu bringen.
und dann ausgewichen ist und es da Probleme mit LKWs gab. Also, so wie sich die Situation jetzt hier darstellt, ist es wohl nicht so, dass, wie Tesla bisher gesagt hat, der Engpass im Hafen liegt. Also bisher wurden sie in einen norwegischen Hafen verschifft nach Drammen und von Drammen aus dann mit Autotransportern verteilt. Aber Tesla hat eben halt gesagt, dass nicht genug Autos über den Hafen importiert oder eingeführt werden können und es eben halt auch nicht genug LKWs zum Verteilen gibt. Hintergrund ist wohl, dass das an der Organisation von Tesla lag, nämlich dass sie nicht verbindlich langfristig im Voraus die LKWs gebucht haben, weil sie die Liefermengen nicht einschätzen konnten und dementsprechend dann aktuell kurzfristig keine LKWs zur Verfügung standen. Und deswegen ist Tesla dann auf den Hafen von Göteborg, also nach Schweden, ausgewichen. Und von Schweden aus fahren jetzt die Autotransporter nach Norwegen und beliefern Norwegen mit den Teslas. Das Problem da war, dass eben halt einige, und das finde ich echt krass, im skandinavischen Winter mit Sommerreifen unterwegs waren oder Bremsprobleme hatten. Also da wurden einige LKWs stillgelegt, so viele, dass das eben halt dazu geführt hat, dass nicht die schon im Hafen bzw. auf der Fahrt zum Hafen befindlichen Autos ausgeliefert werden konnten und natürlich die Kunden zu Recht verärgert waren, dass dann ihr Liefertermin sich verschoben hat. Also ein ganz interessanter Hintergrundbericht. Wenn dich das Thema interessiert, liest dir das nochmal im Detail durch. Ich fand das ganz spannend, weil ich vorher nur diese kurze Info von, ich glaube, Elektriker hatte, dass es da die Lieferprobleme gab. Und da sieht man dann schon mal, wenn das ein bisschen tiefer recherchiert ist, woran es eigentlich wirklich liegt. Also sprich vermutlich an der schlechten Organisation von Tesla, weil sie eben halt nicht rechtzeitig geplant haben und dann mehr Autos gekommen sind, als abtransportiert worden konnten. Hätte man natürlich auch irgendwie so ein Auslieferungsevent im Hafen in Drammen machen können, wo jeder Kunde sich selber das Auto abholt, ins Service Center fährt und das da dann aufbearbeitet wird. Naja, nur mal so als Spaß. Ganz witzig fand ich, wir haben ja immer wieder über die zweiten Leben von Fahrzeug, also Elektroauto-Akkus gehört. Und jetzt ist es so, dass hier alte Leaf-Batterien Straßenlaternen versorgen. Und zwar Straßenlaternen, die durch Solarstrom dann den Akku aufladen und dann natürlich nachts leuchten. Fand ich ganz spannend. Also nicht nur Pufferspeicher in Häusern oder Fabriken oder sowas können Elektroauto-Akkus genutzt werden, sondern eben halt auch für solche Anwendungen wie Straßenlaternen. Und ich denke, mit der Zeit werden noch zig neue Ideen dazu kommen, die sehr spannende zweite Leben für ein Elektroauto-Akku ermöglichen. Also, auch der Akku hat ein schönes zweites Leben verdient. Was ist besser für einen Elektroauto-Akku, als auf der Straße zu stehen und andere Elektroauto-Akkus zu beleuchten? Im Motocross-Bereich gibt es jetzt ein Elektromotorrad, und zwar das Trial E-Cup. Also auch in dem Bereich kommen immer weitere Elektromotorräder. Finde ich ganz interessant, dass man hier dann eben halt auch diese Technologie einsetzen kann. Kommen wir zum autonomen Fahren nach Berlin. Hier hat sich die BVG, das ist der Berliner Verkehrsbetrieb, also die Berliner Verkehrsgemeinschaft, die haben im Rahmen eines Projekts, das heißt Stimulate, mit der Charité, das ist eine ganz große Klinik in Berlin, ein Projekt gestartet, in dem autonomes Fahren möglich ist. Und zwar ist das hier dieser skurrile Kleinbus, in dem 15 Personen Platz haben, 11 können sitzen, 4 müssen stehen. Und der fährt eben halt über das Klinikgelände. Er darf auch maximal 20 Kilometer pro Stunde fahren und hält dann eben halt an den verschiedenen Haltestationen und soll in Zukunft dann führerlos fahren. Zu Beginn ist wohl noch eine Person dabei, die das Ganze beaufsichtigt. Ich finde es ganz interessant, denn das ist ein großes Gelände, es ist Privatgelände, dementsprechend ist es möglich, hier diesen Test zu machen, weil es ja nicht im öffentlichen Straßenverkehr ist. Man kann in einem geschützten Umfeld diese Technologie, die ja gerade so in letzter Zeit durch die Unfälle in die Kritik nochmal gekommen ist, sicher testen, denn 20 km/h, da denke ich, dass ja
der eine oder andere Fußgänger, der da unbedacht über die Straße geht, noch rechtzeitig von dem Fahrzeug erkannt werden kann. Und das Ganze als Klinikgelände ist ja auch viel geschützter und es ist auch ein geschlossener Bereich. Also ganz interessant und deswegen hier in den News dabei. Für alle, die die Ladenetzkarte haben oder die Maingau Energiekarte, mit der wahrscheinlich in Zukunft auch übers Ladenetz geladen werden kann, eine gute Nachricht. Und zwar sind weitere Stadtwerke ins Ladenetz aufgenommen worden, denn gerade diese Stadtwerke haben ja häufig schon Elektroauto-Ladestationen, aber sind alle so dieser kleinen Starterei verfallen. Ne, jedes Stadtwerk hat dann seine 5, 6 Säulen oder wenn es größer ist, auch 10, 20, 70 oder 100. Aber nur die Leute vor Ort können an diesen Ladestationen laden. So musste ich gestern zum Beispiel, wollte ich endlich mal mit der Maingau Energie Ladekarte laden, war die RWE-Säule defekt. Musste ich also zur nächsten Säule fahren. Das war die Säule von den Stadtwerken Kiel. Dazu hatte ich keine Karte, musste ich also erstmal reingehen. Dann Roaming gibt es nicht, musste mir die Karte besorgen und dann wieder rausgehen. Und das ist natürlich sehr unbequem. Wenn diese Säule im Ladenetz gewesen wäre, Maingau Energie schon mit dem Ladenetz eine Kooperation abgeschlossen hätte, hätte ich ihm halt direkt dort laden können. Ich weiß, hätte. Aber deswegen schön, dass 60 neue Partner gewonnen wurden und hier richtig viel Musik in dem Ladenetz drin ist, sodass hoffentlich dann bald alle Stadtwerke dort drin sind und man dann innerhalb dieses Ladenetz, wenn es dann auch wieder an andere Roaming-Partner angeschlossen ist, sehr gut laden kann. Ich weiß noch nicht, ob ich heute das iPace-Video schaffe, deswegen habe ich hier schon mal ein anderes iPace-Video für euch. Denn wie gesagt, das dauerte richtig lange, dieses Video zu erstellen, denn erschwerenderweise durfte ich nicht filmen. Das heißt, ich mache jetzt einen Film ohne Videomaterial. Naja, nicht ganz, aber lasst euch überraschen. Also hier ist ein netter Werbespot zum Thema geräuschloses Fahren. Es geht um ein nettes Ambiente in Monaco. Schaut es euch mal an, ist ein nettes Video und ich denke mal dringend nötig, gerade für die Zielgruppe von Jaguar, die ja mit Elektromobilität bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Der nächste Bericht ist mit einem großen Aber bitte nicht nachmachen, vor allen Dingen nicht auf deutschen Straßen, denn hier ist es eine Straftat-Appell gespickt. Denn hier in diesem Video scheint, ich vermute mal in Russland, der Opel Ampera e gegen das Model 3 getestet worden zu sein. Und zwar sind beide auf einer öffentlichen Straße gestartet und man sieht sehr deutlich, wie viel schneller das Model 3 im Vergleich zum Opel Ampera e ist. Wir kennen die Zahlen natürlich aus der Praxis, 5,7 Sekunden, das Model 3 7,3 Sekunden. Der Opel Ampera e. Das sind jetzt ein bisschen schlechtere Werte als Werksangaben. Ich denke mal, es liegt einfach an dem Winterreifen, was auch immer. Aber man kann sehr deutlich sehen, was hier diese Differenz dann von knapp 2 Sekunden ausmacht. Also schaut euch das Video an. Wie gesagt, macht es nicht in Deutschland nach. In Deutschland sind Straßenrennen eine Straftat, es ist keine Ordnungswidrigkeit mehr. Deswegen habe ich mein Performance-Update-Video auch nicht im Rahmen eines Rennens gemacht, sondern wir sind nacheinander auf der öffentlichen Straße gefahren und haben natürlich die Geschwindigkeitsbegrenzung auch berücksichtigt. Insofern, das, was hier gemacht wurde, können wir hier in Deutschland gar nicht machen. Aber ein guter Vergleich, deswegen ist er hier drin. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, denkt an die Umfrage am Anfang. Schreibt mir gerne die Kommentare rein, damit ich weiß, in welchem Format ich weitermachen soll. Mehr Inhalte, Anleitungen und weniger News oder so wie bisher die News und zusätzlich noch die Anleitung. Ich freue mich auf euer Feedback. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ist jetzt natürlich besonders wichtig. Klickt auf Abonnieren, stellt die Benachrichtigung über die Glocke ein, denn ja, vielleicht kommt raus, dass ich dann noch dreimal die Woche Videos mache oder viermal die Woche und dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist, damit ihr es dann auch direkt sehen könnt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns ja heute vielleicht schon wieder um 19 Uhr, denn ich werde natürlich ein anderes kurzes Video machen. Anstelle des iPace-Videos, da habe ich einen netten Trick für euch, wie ihr
das passende Hotel mit Ladestation findet. Und dafür braucht ihr keinen Tesla. Und ich denke, das ist auch ganz gut, denn von den, ja, ich glaube, es sind so um die, lass mich überlegen, 53.000 Elektroautos. Und davon werden wahrscheinlich so 8.000 oder 9.000 Tesla sein. Ich habe die Zahlen noch nicht zusammen addiert. Aber jedenfalls wird das für euch, wenn ihr keinen Tesla habt, auch interessant sein. Und wenn du einen Tesla hast, ist es auch spannend, weil die Destination Charger natürlich nicht alle bei Tesla eingeladen stellt sind und das ein oder andere Hotel oder Unterkunft auch eine Ladestation hat, die nicht im Tesla Navi angezeigt wird. Und ich zeige dir, wie du sie findest. Also, 19 Uhr, heute kommt das Video noch raus. Ich mache mich dann mal ans Erstellen, damit ich dieses Versprechen auch einlösen kann. Also, bis später, dein Dirk Henningsen.